Running for the better. Ich gehe nicht weiter. Warte ganz kurz. Wir haben keine Kontrolle. Irgendwas funktioniert gerade nicht. Mach das mal. Ja, mach einfach mal. Ja, ich bin ganz hinten. Achso. Oh, okay, ja, jetzt geht's los. Ja, nochmal neu. Running for the better. So, ich bin Simo. Und ich bin Enyo. Gemeinsam haben wir ein Spiel entwickelt. Wir haben uns auf dem Event kennengelernt und gemerkt, dass wir die gleichen Interessen zur Spieleentwicklung verfolgen. So, heutzutage gibt es ein schlimmes Problem mit Spielen. Und zwar, die meisten Spiele sind immer von einer lästigen Paywall und Werbung nicht so angenehm zu spielen. Und wir haben uns gedacht, wir kriegen ein Spiel ohne Werbung und Paywall, sodass es ein schönes Spielerlebnis für jeden ist und man Spaß haben kann. Das Spielprinzip. Das Umfeld unseres Hauptcharakters wurde durch eine Bombe zerstört. Das Ziel des Spielers ist es nun, zu einem besseren Umfeld zu gelangen. Und hier könnt ihr die Zustände sehen, die unser Charakter läuft. Links zerstört und rechts vollständig repariert. Ein paar unserer Sprites wollten wir euch kurz noch zeigen, zum Beispiel die Häuserzustände und die Bäume. So, zur Umsetzung unseres Projekts haben wir Unity verwendet. Unity ist eine Game Engine, der man Spiele entwickeln kann. Programmiert wird in C#, das ist eine Programmiersprache. Und wir haben Sprites in Pixelart-Style designt und in unser Projekt integriert und damit eine schöne Grafik eigentlich erstellt. Ursprünglich sollte es eigentlich ein Endless Runner werden. Das haben wir leider nicht geschafft. Das ist nur eine Art Prototyp. Wir haben jetzt da ein paar Level gebaut mit den verschiedenen Stufen, Stages. Und ja, am Ende werden wir euch auch noch ein kleines Gameplay dazu zeigen. So, Zukunftspläne. Ursprünglich wollten wir eigentlich noch ein Score- und Highscore-System in unser Spiel integrieren. Verschiedene Module, die sich dann automatisch aneinander anreihen und ein Endless Runner dadurch kreiert wird. Und ein Reset bei Kollision mit Objekten, also dass man sozusagen stirbt, wenn man mit einem Objekt kollidiert und dann das automatisch resettet wird. Jetzt zeigen wir euch noch ein kleines Gameplay dazu, wie das aussehen würde, wenn man das spielt. Wie ihr sehen könnt, wird der Charakter automatisch bewegt und man kann dann mit Leertaste nach oben springen, um den Hindernissen auszuweichen. So, ja, das war's mit unserer Präsentation. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, was gelernt. Ja. Das ist